Metal-Lode. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Nicht wundern, wenn die Qualität jetzt am Anfang vom Video ein bisschen scheiße ist. Das liegt daran, dass ich heute eine andere Kamera verwende. Würde aber gleich mit der normalen Kamera weitergehen. Der Grund, warum ich gerade hier drinnen bin, ist, um euch zu zeigen, dass mein gelber Gießer hier noch steht. So, warum zeige ich euch das? Das liegt daran, dass irgendein Vollhonk im Internet wieder mal Lügen verbreitet. Ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches. Wir wissen es alle, die Hater lügen, wenn sie das Maul aufmachen. Aber angeblich wurde mir der gelbe Gießer geklaut. Danke fürs Gespräch. Und was ist das denn? Die Hater. Na gut, bevor ich jetzt kurz weiterlabe, heute geht's los mit dem Hot Talk. Ich habe dafür schon alles soweit vorbereitet. Wir machen das Video wieder hier oben, weil es für mich einfacher ist. Und einer der Gründe, warum ich zwei Kameras verwende heute, ist einmal, dass die Kamera bereits ausgerichtet ist. Und ich möchte nach Möglichkeit diese Kamera nicht nochmal neu umstellen, weil die jetzt eben schon perfekt ausgerichtet ist. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Hotdog-Video. Heute machen wir ein Hotdog-Video. Ich habe hier Käse, ich habe Senf, ich habe Hamburgersoße, ich habe Hotdogbrötchen, ich habe Würstchen, dieses Mal abgepackte vom Laden. Es war ein bisschen einfacher, mir jetzt die zu holen, als jetzt irgendwie welche vom Metzger zu holen. So, damit hätte ich erstmal alles da. Es fehlt Ketchup, es fehlen Zwiebeln und es fehlen noch ein paar andere Sachen. Das liegt daran, dass ich kein Ketchup auf meinen Hotdogs mag. Genauso wenig mag ich Zwiebeln auf meinen Hotdogs. Aber ich werde auch mal solche Videos machen, wo ich dann die auch nochmal zeige. Ich habe mir gedacht, ich zeige für den Anfang so meine Lieblingshotdogs oder ein paar von meinen Lieblingshotdogs. Ich habe, wie gesagt, einige Sachen hier. Ihr seht, ich habe zwei Teller hier. Das hat im Prinzip einen recht einfachen Grund. Und zwar ist der eine für die fertigen Hotdogs und einer ist für die Gurken. Beziehungsweise ich mache es normalerweise so, dass ich das dann alles fertig zubereite. Sprich den Käse, die Gurken, Tomaten, was auch immer. Und packe die dann alle immer auf ein oder zwei Teller. Und damit wären wir auch eigentlich schon beim Grund, warum ich überhaupt eine Hotdog-Maschine besitze. Ich glaube, die steht gerade ein bisschen weit drüben. So sieht sie aus. Da kommen jetzt gleich die Hotdogs in den Becher. Dann werden die Hotdogs schon mal warm gemacht. So, der Grund, warum ich eine Hotdog-Maschine besitze, ist unter anderem auch, dass ich faul bin. Aber der Hauptgrund dafür ist nicht, dass ich faul bin, sondern wenn ich mal Besuch habe von Freunden, von meinen Mädels oder sonst jemanden, du hast keine Freunde, du hast keine Mädels, spielt keine Rolle, was ich habe und was nicht, das weiß ich wahrscheinlich besser als ihr. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wenn ich mal Besuch bekomme, ist es praktischer, wenn man sowas hier hat, weil dann kann man einfach die Maschine hinstellen, das fertig geschnittene Gemüse hinstellen, den Käse und alles, was man so braucht, Senf, Ketchup, Mayo, was auch immer, Hamburgersoße in dem Fall hier. Und dann kann man hergehen und einfach sich die Hotdogs vorbereiten. Gut, wir fangen jetzt erstmal mit dem an, was am längsten braucht. Das ist standardmäßig bei mir so. Deswegen mache ich erstmal die Würstchen auf. So, jetzt nehme ich mir den Becher, den kann man abnehmen. Und pack da erstmal die Hotdogs rein. So, ein weiterer Grund, warum die Hotdog-Maschine besser ist als zum Beispiel ein Topf, den man in den Ofen auf den Ofen oder auf den Herd stellt. Die Hotdogs können da drinnen länger warm bleiben, beziehungsweise sie sind leichter warm zu halten. Wartet mal kurz, das ist Blödsinn, was ich da gerade mache. Eigentlich ist es völliger Quatsch, was ich gerade treibe. Wir haben bloß vier Brötchen gerade hier, das heißt, es macht keinen Sinn, so viele zu machen. Ich mache das immer standardmäßig, weil ich dann halt gleich immer mehrere Hotdogs habe. Wir nehmen vier Stück, dann machen wir einen Deckel drauf. Der ist ganz einfach drauf, den kann man drehen, hat oben ein Loch drinnen, damit der Dampf abziehen kann. Und dann stellen wir den einfach hier drauf. Da ist eine Verriegelung drinnen. So, jetzt stehen sie fest da. So, die Hotdogs lege ich mal zur Seite. Das passt schon so. Wobei, ich kann die mal zur Seite legen hier. Dann sind sie mal weg. Gut. Jetzt kann ich hergehen und kann beim Hotdog erstmal hier drauf drücken. Dann ist er schon mal an. Dann arbeitet der von alleine. Und wir können uns in der Zwischenzeit auf andere Sachen konzentrieren, wie beispielsweise die Brötchen auspacken.
So. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die Brötchen hier. Wir haben hier so einen Stick dran. Dieser Stick ist eigentlich dafür gedacht, dass man die Hotdog-Brötchen nehmen kann und da reinstecken kann, damit die sich schon mal etwas aufwärmen. Leider ist es nicht so gut geeignet, wie man das gerne hätte, weil die reißen leider hinten auf. Deswegen gefällt mir das eigentlich nicht besonders. Ich lasse das auch normalerweise weg. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht es so, dass man die alle auf einen Teller legt, die Brötchen. Am besten ist es übrigens, wenn man es auch so macht, dann sind sie ringsherum auf dem Teller. Und normalerweise mache ich es so, dass ich sie dann in die Mikrowelle tue oder irgendwas, um sie aufzuwärmen. Das lasse ich aus Zeitgründen heute mal weg. Aber normalerweise ist es nicht schlecht, wenn man die sich vorher erstmal ein bisschen aufwärmt. Das Einzige, was ich jetzt gerade mache, ist, ich schneide sie mir alle schon mal auf. Die sind zwar normalerweise alle schon eingeschnitten, hier, aber leider sind die nicht so eingeschnitten, wie es sein sollte. Man könnte jetzt hergehen und könnte jetzt so mit dem Loch, wo sie sind, hier ist oben der Spitze drauf, sie reinstechen. Aber das ist genau der gleiche sinnlose Effekt, weil da reißen sie ja auch bloß auf im Prinzip. Das kann man also machen, wie man möchte. Ja, ob man es jetzt so macht. Sie bleiben halt nicht drauf stecken. Das ist das Problem daran. Ja, sie sind jetzt auf. Wenn ich es jetzt in die Hand wegnehme, dann ist es zwar dran, aber er würde leicht nach hinten wegfallen oder so. Deswegen lasse ich das immer. Ja, und ich schneide es am liebsten einfach mit dem Messer auf. Da versuche ich mir die Stelle am Brötchen, wo es aufgeschnitten ist. Natürlich immer schön vorsichtig sein für die Jüngeren unter euch. Notfalls Mama oder Papa fragen. So. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand verletzt. Gut, jetzt sind sie schon mal offen. Ich nehme jetzt mal bloß die halbe Gurke. So, jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Die meisten würden hergehen und würden wahrscheinlich einfach Scheiben schneiden. Ich persönlich verzichte auf die Scheiben. Ich mache die Scheiben ein bisschen dicker. Du machst jetzt doch Scheiben. Nö, passt auf. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich schöne dicke Scheiben nehme, aber nicht zu dick. Ich mache das mal alles schön langsam. So, jetzt habe ich genau 9 Scheiben. Und jetzt würfel ich das einfach. Das ist für die Hotdogs einfacher, weil man sie leichter in die Hotdogs reinbekommt. Wenn man Scheiben nimmt, auch wenn sie sehr dünn sind, ist es immer eher unpraktisch, weil dann fallen sie immer relativ schnell raus. Huch. Zum Glück ist hier alles sauber. So, man hört auch bereits das Wasser kochen in der Hotdog-Maschine. Das ist okay, das lassen wir so. Weil die Hotdogs sind deswegen ja noch nicht warm, nur weil es hier anfängt zu brutzeln. So. Bin ein bisschen aus der Übung, was das Schneiden angeht. So. Ich habe natürlich die Hände vorher gewaschen, das sollte man natürlich immer darauf achten in der Küche, dass man schöne saubere Hände hat. Ich habe mir sogar extra vorgestern die Fingernägel geschnitten, von gestern über, auf heute. Mist, gleich aufheben, machen ein Video dann. So. Gut, jetzt haben wir hier schon mal die Gurken soweit. Normalerweise würde ich jetzt noch Tomaten nehmen. Ich habe auch Tomaten da, aber da ich jetzt nicht in der Küche bin, ist es mir oben ein wenig zu große Schweinerei. Aber das geht auch nur mit Gurken, esse ich sie genauso gerne. So, das ist jetzt ein bisschen unsauber abgeschnitten, das macht aber nichts. Da ich mir grundsätzlich geriebenen Käse mit so einem Zipbeutel hole. Das heißt, man kann jetzt einfach aufziehen
Na? So, man kann ihn jederzeit wieder verschließen, dann ist er auch fest. So, und ich nehme jetzt einfach in meinem Fall einfach ein bisschen den geriebenen Käse, räume ihn hier hin. So. Und im Prinzip sind wir jetzt schon fertig. Denn jetzt gibt es eigentlich nur noch eins. Und zwar warten wir jetzt darauf, dass die Hotdogs warm werden. Hier ist normalerweise jetzt noch Platz für die Tomaten. So. Und deswegen, wie gesagt, schon mal vorab die kleine Info. Was genau mache ich bei den Hotdogs an sich anders? Oder vermutlich anders als viele. Der Grund, warum ich den Hotdog Maker will, ist, wenn ich den habe, brauche ich mir nicht groß den Kopf machen, wie lange die Würstchen heiß im Wasser liegen. Sondern sie werden hier lediglich gedampft, anstatt gekocht. Und das heißt, die sind im Prinzip heiß, sind die ganze Zeit in der... Ich kann das mal so machen, dass man es ein bisschen besser sieht. So. Wir haben jetzt quasi die Hotdogs hier drinnen, die schön gedampft werden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, jederzeit die Hotdogs heiß zu essen. Das ist der Grund, warum ich diesen Hotdog-Maker wollte. Weil wenn man zum Beispiel beim Film gucken oder sowas ist, in einer größeren Gruppe oder man unterhält sich nebenbei, dann macht man sich seinen Hotdog und dann ist man gerade im Gespräch und dann ist der Hotdog plötzlich kalt. Weil er halt die ganze Zeit im Wasser lag und das Wasser dann mit der Zeit kalt wurde. Und Wasser ist nämlich eine sehr gute, ist eine sehr schlechte Wärmedämmung. Also das sorgt dafür, dass es sehr schnell auskühlt. Und deswegen, wenn sie im heißen Wasser liegen, das heiße Wasser wird relativ schnell kalt und dann werden auch die Hotdogs schnell wieder kalt. Deswegen ist so eine Hotdog-Maker-Maschine eigentlich ziemlich praktisch. Es gibt viele verschiedene. Ich finde die Teile hier nicht besonders praktisch. Jetzt ist es ziemlich heiß. Jetzt kann man vielleicht nochmal versuchen. Das habe ich bisher auch noch nicht wirklich gemacht. Jetzt habe ich es einfach mal so. Ich halte es jetzt einfach mal ein bisschen rum. Normalerweise sollte das Hotdog-Brötchen ein bisschen toasten. Aber das ist, entweder sind meine Hotdog-Brötchen zu klein, das kann gut sein. Oder aber das funktioniert nicht so, wie es soll. Das kann beides möglich sein. So. Ja, nicht loslasse. Das Problem ist, es müsste ja eigentlich das Metall umschließen. Na, ich zeige es euch mal so rum, sieht man es vielleicht besser. Es müsste das Metall eigentlich umschließen, dass es zu ist, dass das Metall das Brötchen komplett umschließt. Aber das ist halt leider nicht der Fall. So, ja, das bringt nichts. Das Brötchen müsste das Metall komplett umschließen, damit es was bringt, aber das tut es nicht, weil das Brötchen einfach nicht groß genug ist oder das Teil einfach zu dick ist. Ich habe gedacht, dass das Teil ein bisschen dünner ist. Gut, hilft leider nichts. So. Normalerweise, jetzt habe ich jetzt nicht daran gedacht, normalerweise habe ich eine Gabel hier dabei, wenn ich Hotdogs mache. Das mal hier mit drauf. So, normalerweise habe ich noch eine Gabel dabei, damit ich die Hotdogs rausholen kann. So, ich mache das jetzt mal mit dem Messer. Heiß. So, ich mache auch mal unten, aua, ich habe das auch mal ausgemacht. So, jetzt ist der Hotdog drauf. Ich mache jetzt mal einen mit Hamburger-Soße. Ist leider schon ein bisschen... Oh, habe ich schon ein bisschen benutzt. So, muss immer darauf achten, dass man nicht zu viel nimmt. Na, jetzt so bestimmt bleiben. Dann ein paar Gurken. Ich hau die immer ein bisschen weiter hinten hin, weil hier ist noch das geschlossene Brötchen. So, auch aufpassen, dass man nicht zu viele nimmt. So, noch ein bisschen Käse drüber. Jetzt fällt natürlich alles an der Seite raus. So, und schon haben wir eigentlich einen fertigen Hotdog. Genau. Das Ganze geht natürlich auch mit Senf. Kann ich das so rausnehmen? Ja. Oh, das heißt. So. Halt. Normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise habe ich für den Senf ein Löffelchen. Ich mache es jetzt in dem Fall mal mit dem Messer.
Ich nehme übrigens immer am liebsten diesen ganz billigen Senf. Der reicht nämlich vollkommen, ist super und der kostet nicht viel. Deswegen habe ich davon eigentlich immer ein oder zwei Dinger da. So. Und hier jetzt ebenfalls. Natürlich könnte man das Ganze jetzt ein bisschen variieren, indem man Tomaten drauf macht, indem man Paprika drauf macht, indem man irgendetwas drauf macht. Beim Senf ist übrigens die Frage, ob man das mit Käse mag. Viele... Gehst du weg? Meine Hotdogs. Beim Senf ist natürlich die Frage, ob viele das überhaupt mit Käse mögen. Viele mögen Senf und Käse überhaupt nicht in der Kombination. Ich persönlich stehe total auf Käse. Für mich ist das total geil. So. Genau, und damit ist quasi der zweite Hotdog fertig. Und das ist im Prinzip das ganze Hotdog-Video. Viele fragen sich jetzt, wieso hast du dafür so lange gebraucht? Ich hatte eigentlich vor, das genauso zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe, nur in weit größerem Maße. Wenn ich bei mir Freunde zum Geburtstag oder zu feiern oder sonst was einlade, oder einfach generell so meine Kumpels vorbeikommen, wenn man einen Filmabend macht oder so, da mache ich normalerweise nicht jetzt nur zwei Sachen mit Käse und mit Tomaten, da mache ich mit Paprika. Manche mögen es mit Zwiebeln. Ich selber esse keine Zwiebeln und ich habe jetzt auch längere Zeit keinen Besuch erwartet. Oder erwarte auch längere Zeit keinen Besuch, deswegen habe ich auch keine mit Zwiebeln gemacht. Genau, und jetzt haben wir quasi zwei Hotdogs fertig. So, bis ich jetzt den gegessen habe, ist der kalt und andersrum. Und genau dafür will ich die Hotdog-Maschine. Weil jetzt kann ich mir einen machen, ich esse den und dann kann ich den nächsten machen und den essen. Und den nächsten machen und den essen und dann habe ich immer heiße Hotdogs. Und genau das ist nämlich der Sinn dahinter. Ich könnte, wie gesagt, jetzt noch einen mit Tomatensauce machen. Ich habe noch unten ein paar, wisst ihr was, wenn wir schon das Video machen, ich hole noch schnell das Ketchup und dann machen wir das auch noch schnell. So, ich habe jetzt Tomatenketchup geholt. Das ist in dem Fall jetzt ein ganz normales Tomatenketchup, ganz schlicht, ohne irgendwas. Würde ich euch auch empfehlen, das zu nehmen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr jetzt, das mache ich ab und zu auch, eure Hotdogs mit Senf oder Ketchup und dann auch noch mit Salz und Pfeffer würzen wollt, dann würde ich empfehlen, nehmt wirklich ein gewürzloses oder stinknormales, einfaches Tomatenketchup ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen wie das Curry-Ketchup oder so, weil dadurch sind die Hotdogs besser hinterher. Weil wenn ihr da zu viel Geschmack drinnen habt, macht es das hinterher kaputt. So. Ich habe wieder die Gabel vergessen. So. Einer der Gründe, warum ich die Ketchup-Dosen, die Ketchup-Dinger nicht mag. Genau deswegen. Genau aus diesem Grund mag ich das nicht. War so klar, dass das jetzt passieren wird. So. Dann noch Gurken drauf. Noch ein bisschen Käse drüber. Passt. Und damit haben wir ein Standard-Hotdog. Das Einzige, was jetzt fehlt an dem Standard-Hotdog, ist, dass da keine Zwiebeln drauf sind. So. Das sind jetzt drei verschiedene Varianten von Hotdogs. Einmal mit einer ganz normalen Hotdog-Soße. Es gibt natürlich noch andere. Es gibt noch Sandwich-Soßen und. Das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch mit den Sachen, die ihr drauf macht, variieren. Wie gesagt, ich habe jetzt aufgrund von ich mag das halt nicht, deswegen habe ich jetzt keine, ich sage es tausendmal, Entschuldigung, deswegen habe ich keine Zwiebeln drauf. Und ja, das war es eigentlich an sich schon soweit. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeug, da kann ich jetzt noch ein paar Hotdogs mitmachen. Habe jetzt nur noch eine warme Wurst. Die Hotdogs, bis ich die jetzt essen kann, sind leider alle kalt. Das ist einer der Gründe, wieso ich das habe. Noch einmal, weil ich mag nichts weniger als kalte Hotdogs. So. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Ach ja, teilen, liken, abonnieren nicht vergessen.
und sagt mir eure Meinung in den Kommentaren bitte. Tschüss.